Speed Editor Hack für die Edit Page in DaVinci Resolve. Ein einfacher Hack ermöglicht es, den Speed Editor in DaVinci Resolve in der Edit Page fast genauso zu nutzen wie in der Cut Page. Ich habe auf vielen Kanälen recherchiert, aber dieser Hack wird nirgendwo erwähnt. Und er ist einfach zu gut, um ihn nicht zu teilen. Wer den Hack schon kennt, kann hier jetzt abschalten. Ansonsten freut es mich, wenn ihr dran bleibt. Es lohnt sich. Mein Name ist Elmar Habeck und normalerweise ist mein Thema auf YouTube alles rund um den Bogensport. Ich bearbeite meine Videos mit DaVinci Resolve und nutze sehr gerne den Speed Editor, weil es damit wirklich schnell geht. Allerdings hat der Speed Editor auf der Edit Page bekanntermaßen ein paar Einschränkungen. Besonders was den Modus Trim In, Trim Out in Verbindung mit dem Jogwheel angeht. Ich habe einen Hack eher durch einen Zufall entdeckt. Ich war dabei, ein Video auf dem Beat eines Musiktitels zu schneiden und dabei nutze ich sehr gerne Beat Edit. Den Link gibt es unten in der Beschreibung. Und Beat Edit liefert mir Marker auf Clip Level. Leider korrespondieren die Marker auf Clip-Ebene nicht mit der Cut-Page, wie ihr hier sehen könnt. Zurück in der Edit-Page haben wir wieder die Marker auf Clip-Level. In der Cut-Page, wir erreichen sie mit Shift und 3 oder einem Klick auf das Symbol hier unten, kann man schnell die Länge eines Clips verändern, die Position des Cuts verschieben und die Clips nach dem ausgewählten Clip werden nahtlos mit verschoben. Auf der Edit Page, Keyboard, Shortcut, Shift und 4, funktioniert dies nur bedingt. Teilweise bleiben einfach lästige Lücken, die man zwar mit Ripple Delete schließen kann, aber das ist dann doch recht zeitraubend. Noch eines zum Unterschied zwischen Cut Page und Edit Page. In der Cut Page haben wir einen kleinen weißen Pfeil als Indikator, der uns anzeigt, wo DaVinci Resolve den Schnitt per Trim In und Trim Out verändert. In der Edit-Page gibt es diesen Indikator nicht. Daher ein Tipp von mir, Selection Follows Playhead einschalten. Man findet den Tipp unter Timeline und dann den Marker setzen bei Selection Follows Playhead. Bewegt man jetzt in der Edit-Page den Playhead mit dem Jogwheel, wird der Clip, der sich unter dem Playhead befindet, rot markiert. Auf diesen Clip wirkt sich Trim In und Trim Out aus, egal an welcher Position der Playhead sich befindet. Das Trimming findet entweder am Anfang oder am Ende statt. Normalerweise haben wir in der Edit Page, wenn man den Trim In, Trim Out Mode mit dem Jogwheel nutzt, diese lästigen Lücken. Genau da setzt der Hack an, auf den ich zufällig gestoßen bin. Editing to the Beat kann zeitraubend sein, wenn man jede Lücke mit Ripple Delete von Hand schließen muss. Und irgendwann kam ich auf die Idee, mit den Editing Modes zu experimentieren. Normalerweise befinden wir uns im Selection Mode, der kleine rote Pfeil, auch erreichbar über die Taste A. Da ich aber Trim In, Trim Out verwenden wollte, dachte ich mir, warum nicht Trim Edit Mode Taste T verwenden? Und genau das war's. Der Speed Editor verhält sich im Trim Edit Mode genauso wie in der Cut Page. Oder na, fast genauso. Im Trim Edit Mode treten keine Lücken mehr auf, die man mit Ripple Delete schließen muss. Trim In und Trim Out mit dem Jogwheel können zeitsparend benutzt werden und ich kann die Cuts im Video auf den Marker schieben,
den ich verwenden möchte. Alle folgenden Clips des ausgewählten Clips folgen nahtlos. Wie in der Cut Page. Wie in der Cut Page expandiert oder verkürzt man die Timeline im Trim Edit Mode. Will man die Länge der Timeline nicht verkürzen, sondern nur die Länge eines Clips verändern, wechselt man in den Selection Mode. Und dann verändert man nur einen Clip, aber die Gesamtlänge der Timeline bleibt bestehen. Das funktioniert auch nur in der Edit Page so, nicht in der Cut Page. Ein Vorteil. Das war es auch schon. Mir spart dieser kleine Hack für den Speed Editor in der Edit Page viel Zeit, wenn ich auf Beat schneide. Ich würde mich freuen, wenn euch der Tipp hilft, etwas Zeit zu sparen oder den Workflow einfach angenehmer macht. Wenn ihr mehr zum Speed Editor in der Cut Page in DaVinci Resolve wissen wollt, empfehle ich euch die Kanäle von Creative, Videotipps, Darren Mostyn, Mr. Alex Tech und für den deutschsprachigen Raum Marco Schreiber. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Das war's. Have fun. See you in the next one.